Hallo und herzlich willkommen, Leute. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge League of Legends. Bei mir ist der Jonas und ein Freund von Jonas ist der Lukas. Ja, ich spiele das First Time Lux auf Mid und ist Dorans Ring eine gute Entscheidung für den Anfang? Hallo. Kann man machen. Gut. Dann mache ich das so mal. Ja. QWE, ich denke am Anfang spelle ich die Q, oder? Gut, also ihr merkt schon, also habt ihr auch in den letzten Spielen gemerkt, wo der Jonas Orianna war und Shukat auch mal, dass er sehr viel mehr Ahnung hat von dem Spiel als ich und ich ihn ab und zu ein bisschen frage, aber ist ja nicht schlimm, denn wir lernen alle nur und durch Fragen wird man nicht dümmer, nicht wahr? Genau. Weiß nicht, soll ich am Anfang mal Q oder W auch machen, Lukas? Q. Also wenn die beiden jetzt gleich ein bisschen Nerdgefasel anstimmen und ich nur schweigend darüber hinwegsehe, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die beiden sich verstehen und ich wahrscheinlich nur leise zustimmen werde. Naja, egal. Diese Aufnahme hier ist die erste Aufnahme nach meinem Urlaub in Bayern. War ganz cool. Also ich habe eigentlich vor morgen, also ich bin heute angekommen. Ich hatte 10 Stunden Autofahrt und habe mich erstmal am PC geklemmt. Aber auf jeden Fall habe ich ja noch vor, ein Vlog zu machen. Ich habe ja ein paar Videos gemacht von da, wo ich war. Und naja, dann wisst ihr auch, wo ich halt so rumgedümpelt bin. Ja, unser Team, das sollte ich auch vielleicht mal sagen. Das ist Hikarim, Nidalee, Lux, Caitlyn und Poppy. So, jetzt schön Last killen, ja, also Last hitten. Gegen Vayne, Teemo, Shugart, Rammus und Master G. Nun ja. Was kann ich euch zu dem Champion erzählen? Ah, ich habe Teemo auf Mid. Lux hat halt die Fähigkeit, beziehungsweise die passive Fähigkeit, wenn ich mit einem Spell, der Schaden macht, also sprich Q oder W oder alternativ R, aber dann sollten die Gegner bereits tot sein. Ja, wenn ich mit Q oder mit E einen Gegner treffe, dann wird er sozusagen, wie der Jonas sagte, erleuchtet, ne? Und wenn ich dann wieder einen Hit auf diesen Champion lande, oh Gott, wenn ich dann wieder einen Hit auf diesen Champion lande, dann bin ich erstes Blut und mach zusätzlich 150 magischen Schaden. Nee, das verändert sich. Am Anfang sind es nur 50, glaube ungefähr. Später nee, am Anfang sind es sogar nur 30. Ja, eben, und später 190 auf Level 18. Ja, mal geil, da war ich First Blood. Ist das nicht cool gewesen? Ja, er kann sich mal an der Tour völlig geflasht. Am geilsten war das, ich habe mir auch die Folgen angeguckt, als ich im Urlaub war, von League of Legends, wo du gesagt hast, der sagt jetzt nichts mehr, der ist verstummt, ne? Ich habe mich so kaputt gelacht. Ah, ja, das war lustig. Ja, der Unterhaltungswert war recht hoch. Hoch. Ja, das ist jetzt ich kann ja, schlecht versprechen. So. Ja, ja, ich weiß. Jetzt lässt ihr wieder den coolen raushängen, ne? Ja. Ja, so ist das. Immer, immer. Ja, Jonas ist richtiger Player. Positiv bleiben. Positiv bleiben. Nee, weißt du, negativ. Ja. Good job, Bot. Nee, jetzt schon Tor, da ist ja 30. Ah, ich will nicht sterben, Mama. Ich kann jetzt auch nicht viel machen, weil der einfach so auf Distanz bleiben kann. Ach jo, lol, Jonas, du bist Hikarim? Ja, ich bin Hikarim. Hikarim. Oh lol, mit Herzchen, wie süß. Süß, oder? Ja, total. Ich kann jetzt auch nichts mehr machen. Ja, ja. Ich hab mich auch geflasht, aber ich wollte einfach nur ein bisschen Damage drücken. Ey, hier. Also, ne, geh da nicht hin, aber... Okay, doch, hilf ihm von außerhalb irgendwie. LOL, what the fuck? What the fuck? What the fuck einfach nur. Mama! Ich hab was für meine Let's Fails. Okay. Ach, nicht Let's Fails. Alter, ich hab noch 10 Leben und Teemo hat mich nicht vergiftet, die Hure. Ich geh mal back. Ach, du nimmst nicht auf, du machst es mit diesem komischen Programm später, ne? Ja. Ja, weil ich mein PC total kacke ist. Ich kann nicht flüssig LOL aufnehmen. Oh, okay. Und seit den neuesten Patches leckt der, also der leckt auf gar keinen Fall, aber halt
manchmal hat man das Gefühl, wenn man, ich sag jetzt mal, das sind nicht volle FPS, 60 FPS durchgehen. Mhm. Ich habe Spiele, jetzt läuft es gerade total flüssig, aber ich habe dann Spiele wieder, da ist es dann eigentlich permanent Wechsel zwischen 58 und 60, das sind dann immer so Zwischendurch-Lags quasi. Okay. Das ist überhaupt nicht schlimm, man kann richtig geil auch damit zocken natürlich. Aber es ist einfach nicht, weißt du, ist einfach nicht das Wahre. Ja, verstehe was du meinst, nur ich habe langsam ein Problem, weil Timo Level 5 ist und ich bin Level 3. Oh. Spiel einfach defensiv und probier einfach zu leveln. Sollst du defensiv spielen? Ah fuck, ja. Ich hätte Timo beinahe gekillt, mach mal. Ja, passiert, aber dann einfach dann gut, also einfach ein bisschen sich zurückhalten, das kann ich ja besonders gut. So, ich bin jetzt erstmal Base. Den wird ein Licht aufgehen. Ha, was ein Wortspiel mit Lux. Ach ja. Kaufe ich mir nicht mit dem Typen, Alter. Alter Vater, ja. Nee, was ich gerade gemacht habe, ist, und zwar bald geht eine neue Minecraft-Season los bei uns auf dem Kanal. Und dafür muss ich natürlich, also es ging ja nicht mehr, dass ich nur noch mit Default gespielt habe. Deswegen habe ich mir jetzt den Sonic Unbelievable Shader Mod wieder runtergeladen. Das ist jetzt diesmal ein bisschen anders mit der 1.6.2, da hat sich das ein wenig verändert alles. Ist aber nicht schlimm, ich habe es trotzdem geschafft und ich habe ein schönes Texture Pack rausgeholt. Das können wir uns dann alle zusammen mal angucken. Und dann können wir da ein Lagerfeuer drum machen und da schöne Lieder drüber singen. Naja, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt an Texture Pack in Minecraft, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich werde mal gucken, ob mir das gefällt, was ihr da sagt. Wenn nicht, dann könnt ihr euch das abschminken. Nein, Spaß, aber wenn doch, dann gucken wir einfach mal. Alter, der Timo, ne? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Sag mal, Jonas, die E, die kann ich ja auch fernzünden. Sorry. Die E, die kann ich ja auch manuell fernzünden, ne? Ja klar, wenn du die nochmal aktivierst. Ja genau. Bringt die, macht die mehr Schaden, wenn ich die auf dem Feld liegen lasse und die selbstständig explodiert? Nein, 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 das hat überhaupt keinen Zeitbonus. Brauchst du Blue Buff oder krieg ich den? Ich bin Low Life. Also eigentlich müsste ich back und ich bräuchte ihn nicht, weil ich ja nur defensiv spiele. Ja, okay, nice. Wenn ich mal einer der logisch denkt hier. Ja, sicher. Okay, okay. Also die sich den aus Prinzip holen, weißt du? Na wieso denn? Ich meine, ich kann doch eh gerade nichts anderes machen ja, als steffen. Ja, aber es gibt Leute, die meinen dann, die brauchen einen Cooldown, obwohl die... Keine Ahnung. Manchmal macht's ja auch echt Sinn, aber manchmal halt auch nicht. Alter! So ein verschissener ja. Bobby K. Was ein Wichser. So, der geht aber drauf. Ja, siehst du? Habe ich sogar Assist nicht für bekommen, ey. Ich habe meine Ulti alles gemacht, ey. Heftig, heftig. Alter, ich habe momentan echt das Problem. Ich meine, ohne Spaß, ich war jetzt 2 Monate nicht am Rechner. Ich habe meine Gamer-Maus in die Hand genommen. Ich habe gedacht, Alter, was ist das denn für ein komisches Gefühl, ne? Ich bin echt ein bisschen verpeilt momentan aktuell. Momentan aktuell, man merkt's. Ja, läuft bei dir. Aber echt mal, ich habe mich so an die Tastatur gesetzt und mein Handballen erstmal so voll komisches Gefühl. Ich so, was ist denn hier los, ne? Dabei habe ich ohne Spaß nichts verändert an meiner Ausrüstung. Es ist einfach nur ungewohnt gewesen. Ohne Spaß, so ging gar nicht. 2 Monate, ja. Voll krass. Naja. Ja. Erleuchte den Weg. Ach. Ach ja, okay, jetzt hat keiner wenigstens den Blue Buff, also kein Gegner. Weil ich da ihn noch umgelegt habe, also ist der Tower. Also ist quasi der Blue Bluff, ja? Ja, läuft bei dir. Der ist in den unendlichen Weiten des Universums verschwunden. Ganz genau. Siehste, wusste ich doch Bescheid. Mit überlegener Taktik. Weil der Timo ist voll gemein, ja, der gibt mir einen Blendpfeil und dann gibt er mir noch einen normalen Pfeil und dann hat er mir voll viel Schaden gedrückt. Ja. Guck mal, was macht die Sau denn jetzt schon wieder? Ja, lustig, Timo, ganz ehrlich, lustig, komm her, was willst du? Da, erstmal deine 2 Vasallen gekillt mit meiner Ulti. Guckst du nur noch blöd, ne? Ja, da guckst du nur noch blöd. Der Sahi, Alter. Wo ist der? Ach, der ist top. Was soll ich eigentlich skillen? Q, W, E? Worauf soll ich gehen?
Was? Also E würde ich sagen. Als Supporter machst du deine W, das Schild. Aber so eigentlich das E. Oh Mann, ich kann auch nicht, ich kann jetzt niemals die Lane dürfen gegen den nicht, weil er einfach so unglaublich stark ist. Sag mir mal bitte, was soll ich gegen so einen Teemo machen, der mir massiven AD-Schaden einfach nur reindrückt und mir quer über die Map hinterher gerannt kommt, der... Achtung, da kommt die! Da kommt... Alter, ernsthaft? Ey, der kann mich jetzt... Hoffentlich legt er mich jetzt auch nicht um. Das kannst du doch vergessen, wie stark die einfach nur sind. Was ist denn mit denen los? Masti, ich nur Level 9. Was haben die sich denn schon alles geholt, Alter? 0-3, yay. Helle Entscheidung. So, was soll ich mir da jetzt so für Items holen, sag mal? Jonas. Wir schaffen das. Der ist ja Gral da. Also auch das End-Item vom Gral, unheiliger Gral, das wie ich hörst. Ja, okay. Macht der mal einen Jungle oder wie, Alter? Ich glaube der nicht. Bin ich richtig dreist. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Der campt jetzt wahrscheinlich irgendwo und das Blöde ist, ich gebe noch Geld, weil ich auch Kills habe. Naja gut, ich versuche trotzdem jetzt mal ein bisschen defensiver zu spielen, als ich jetzt eh schon ohnehin das mache. Naja, ein bisschen Gold farmen. Nicht gut, Teemo fehlt. Da ist Teemo schon wieder. So, jetzt habe ich das einmal meine... Ach, komm schon! Weißt du was? Weißt du was? Jetzt sterbe ich durch Teemos Gift sehr wahrscheinlich, ne? Ja, lustig, lustig, lustig. Einfach nur, jetzt kommt der Master hier noch wieder an. Stirb einfach. Ja, danke. Kein Problem. Alter, ich hab geflasht, Ulti, alles, ey. Letzte Rettung, ey. Puh, Alter. Ey, war das knapp. Dann hol ich mir jetzt jeden mal... Moment seine Kuh gehabt. Alter Schwede, war das knapp. Ja, reicht jetzt. So ein Schepasti einfach nur, ey. Mein Gott, ne. Kann er mich denn nicht einfach so nerven? Aber wie du sagen würdest, ne? Der sagt jetzt nichts mehr. Der ist verstummt. Ja. Ich finde den Spruch so armer. Nein, ich habe mich davor drüber abgelacht. Oh, Teemo campt. Kein Teemo hier. Bam, stirb du kleiner Schipasti. Ich bin Teemo. Ich bin Teemo. Ich laufe hier rum und ich kassiere ganz viel. Ja. Das war jetzt irgendwie fail. Ja. Was guckst du eigentlich bei mir da die ganze Zeit hin, dass du das weißt? Ich war da gerade vorbeigelaufen. War drauf nur wegen die. Ja, super, kann ich jetzt schon vergessen, ehrlich. Wie kann mir der scheiß Teemo so viel verkackten Schaden einfach nur drücken? Guck mal, ich bin... Der schießt mich zweimal an, ich bin Half-Life. Ja, das kann doch hier nicht... Warte mal, der hat 44 AP. Warte mal, wenn der 550 hat. Woher weiß ich nicht schon, wie viel AP der Junge hat? Ja, wenn der AP geht, dann weiß, kann man das ungefähr abschätzen. Ja, ich habe einfach auf den drauf geklickt, dann steht das hier oben links. Das halte ich jetzt Quatsch. Oh, Tatsache. Kannst du mich mal kurz red und dann komme ich mit. Helle Entscheidung. Jetzt habe ich keine Mana mehr. Sollte ich weggehen, ne? Ja, ja. Wird schon richtig sein. Oh. Ah, Teemo! Lock den mal, lock den. Okay, ich lock den. Komm her, warme Milch! Ach, Junge, Alter. Ja, was denn? Ja, komm mal her! Ja, komm mal her! Ja, warte! Ja, komm hier hin. Ja, da sind Pilze drin. Nein, ich werde drauf gehen. Tschüss! Komm, ich hab ihn für dich sogar noch gestunt. Ist das nicht schön?
Ja, du bist so nett. Ja, gerne. Ja, herzlichen Glückwunsch, Demo. Der hat den Outshot nicht mehr gemacht. Jetzt hat der Doppelbuff. Oh. Ja, ja, scheiße. Alter Vater. Schön. Jetzt einfach mit der Ash across the map einfach mal so einen Kill machen. Weißt du, das ist wieder so ein Moment, wo ich sagen würde... Ja. Ach, Jonas. Ja. Ich wollte noch eine Trollaufnahme machen. Das kann ich jetzt auch einfach im Let's Play sagen. Und zwar, ich würde gerne Ezreal, Katus, Ash, Lux und den vierten habe ich, den fünften Champ habe ich mir noch nicht überlebt. Aber so einen, der mit der Ulti auch so voll die Range hat, weißt du? Gangplank. Das ist keine schlechte Idee. Und auf jeden Fall brauche ich dann halt fünf Player. Warte mal, was die Minions mit mir machen. Und, weißt du, dann läuft da so einer lang und dann dachte ich mir so, können wir so ein paar, ja, es ist super, schön. Dann können wir so halt ein paar Gegner damit dissen, weil die Ultis quasi aus dem Nichts kommen und dann alles stirbt. Fand ich lustig, ja. Wollte ich eine Montage machen. Da musst du es richtig aufpassen, lass einfach seine Buffs zu Ende gehen. Okay. Die dauern zwar noch einige Minuten jetzt, aber dann weint er, dass ich nicht mit dem spiele. Dann sagt er, die ganzen neuen Kinder sind gemein zu mir. Ah ja, Lampels. Du weißt, dass der dich jetzt sieht, ne? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Da passiert was. Wo? Oh, da ist Böses im Busch. Achtung. Alter, jetzt laufe ich wieder zu Timo und jetzt sterbe ich hier. Ach, zick de Lan. Looks really Nidalee, shut up. Ohne Spaß. Nein, okay. Da ist... Die Poppy ist so richtig hardcore schlecht, oder? Nee, aber drauf gehen. Ich bin richtig hardcore schlecht gerade. War das so denn davor? Lol, was ein ja, Hacker. Was ein Hacker, was ein Hacker. Da hat TK mal, kein Mensch mehr. Ah, da ist ein Teemo. Ein Teemo, hammer geil. Oh, Lowlife Teemo. Hammer geil, der holt sich einfach nochmal die Nidalee. Jetzt schreibe ich. Warte, ich schreibe mir Nidalee, das ist schon traurig, da ist es ja. Nidalee. Ah, das ist Ben. Leg ich hier um? Also, ich Stufe 7 oder so. Ey, fuck. Voll süß. Alter, was, das ist so kacke einfach nur, weil ich hasse ah, die... Mann! Ich könnte dir jetzt auch einfach mal helfen, indem ich dir hier so ein Stäbchen hinwerfe, aber okay. Alter, was ist das denn für ein Champion? Ah, das ist nur ein Skin. Weißt du, das ist wieder so kacke, weißt du, ich will doch nur den Champion hier lernen, das ist mein zweites Game und dann heißt es wieder hier, von wegen, du musst das Spiel perfekt können, sonst bist du voll der Scheiß-Noob. Ja mein Gott, wenn ich das Spiel doch gerade lerne, dann sollen sie mich nämlich fertig machen. Das Problem ist, denke ich, dass du mit zwei Level 30er mit über 500... Ja, ich weiß. Und automatisch ja. Dann sind die Gegner dann stärker. Die Vayne nicht. Ja. Irgendwo sind dann immer die Guten und irgendwo die Noobs. Und das war wohl... Die haben auf Bot dann den Noob bekommen oder so, keine Ahnung. Brauchst du Blue oder krieg ich? Mach ruhig, ich kann gerade eh nichts mehr. Also, nee, es wäre mich eine Verschwendung, sage ich mal so. Dann sind jetzt gleich drei Blue Buffs. What the fuck? Er hat wahrscheinlich überall seine Dreckspilze aufgefüllt. Auf jeden. Ah, da geht was, da geht eine Party. Ja! Ja! Jawohl! Alter, wie ich damit da drüben. Oh ja, der ist cool, der ist cool. Schade. Ja, Hammer! Dieser Team, Alter, ich wette, der wird jetzt so hart gefällt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Alter, bin ich auch noch in so ein Scheißding gegangen. Ah! Alter, hast du den Kill von mir gesehen? Ohne Spaß, das war der skilligste Kill of Awesomeness überhaupt, ja? Das war ein ganz normaler Killstil. You don't say?
Alter, ganz ehrlich, ich glaube, ich werde auf das Thumbnail so ein Rage-Comic-Smiley drauf machen, weil die... Ja! Was? Jawoll! Junge! Ich hab ich sagte, ich war einfach zu gut für das Spiel. Ich hab die so fertig gemacht, ich hab das Spiel quasi gecarried, ja? Die hatten einfach keine Schnitte gegen mich. So läuft das hier. Hammer geil. Danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein, bis nächste Mal. Tschüss.